Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 24. Februar und ich habe mir gedacht, wir starten mal mit einem neuen Vlog, denn ich erlebe heute mal was. Juhei! Ja, ich finde es immer doof zu vloggen, wenn ich ja eigentlich nur zu Hause bin. Wobei ich auch schon überlegt habe, Weekly Readings zu machen, also sprich so Lesetagebücher zu führen. Falls euch das interessiert und ihr sowas mal haben wollt, ich habe das 2016, glaube ich, schon mal gemacht, also Ende 2016. Da habe ich Lesetagebücher geführt und habe halt jeden Tag so ein Update gegeben mit dem, was ich gelesen habe. Und ich weiß aber nicht, ob das bei euch so gut angekommen ist, weil ich ja auch die Lesemonate habe und dadurch sich alles relativ gedoppelt hat mit dem, was ich erzählt habe. Deswegen schreibt mir gerne mal, ob ihr so Weekly Readings haben wollt, wie es ja auch andere machen, zum Beispiel Jenny von Regenbogengarten, weil da gucke ich auch immer mal gerne in die Weekly Readings rein, weil ich finde das eigentlich auch mal ganz cool so zwischendurch. Oder sagt ihr, nee, sowas gibt es schon zu oft, sowas wollen wir nicht, dann mach uns lieber ganz normal weiter deine Vlogs. Oder sagt ihr, wir wollen beides haben, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, weil sowas interessiert mich natürlich ja auch, was ihr gerne sehen möchtet. Und ja, ansonsten gehen wir gleich los, wir bringen gleich Milo zu meiner Mama, der schläft heute dort. Und dann haben wir einen sturmfreien Nachmittag im Prinzip. Und wir wollen ins Kino gehen. Wir gucken heute den Black Panther. Und danach treffen wir uns noch mit einer Freundin, die feiert heute ihren Geburtstag. Und ja, da machen wir heute noch einen gemütlichen Abend, so unter uns ein paar Leuten. Und deswegen dachte ich, da nehme ich euch doch glatt mal mit. Und seht ihr, was mir hier gewachsen ist? Ist das nicht krass? Alter, voll die Umme. Ja, ansonsten geht jetzt gleich der zweite Versuch für mein Gewinnspiel online, die Auslosung. Die Gewinnerin hat sich leider nach 3 Wochen immer noch nicht bei mir gemeldet gehabt und die Bücher stehen hier traurig rum und möchten gern ihren neuen Besitzer haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, du lost jetzt heute neu aus, lädst das Video gleich hoch. Und ich hoffe, dass die Gewinnerin sich dieses Mal jetzt melden wird und dass sie sich vielleicht die Bücher nicht schon gekauft hat. Ja, ansonsten ist bei mir in den letzten Wochen nicht allzu viel passiert. Es ist alles ganz ruhig und entspannt gewesen. Unser Auto ist auch wieder heil, alles cool. Und ja, alles wieder gut. Ich hatte euch ja gesagt, ich werde euch mit Hochzeitskram jetzt nicht zutexten, aber wir gehen morgen auf die Thüringen-Ausstellung. Also seid gewarnt, falls etwas mit Hochzeit hier in diesen Vlog noch vorkommt. Das ist natürlich das große Thema bei mir im Moment. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich als nächstes lesen werde. Ich habe nämlich gestern Wie die Stille unter Wasser beendet und ach, es war so ein gutes Buch. Und dann habe ich heute früh gleich gedreht und das abgedreht und ach, es war so toll. Also Wie die Stille unter Wasser, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine so tolle Liebesgeschichte, so gefühlvoll. Und oh, sie war einfach so gut. Als nächstes werde ich Save Me lesen von Mona Kasten. Das Buch, was die Leserschaft spaltet. Ja, auf jeden Fall werde ich Save Me als nächstes lesen und danach Wintersong. Das habe ich ja auch noch. Hier, da, Wintersong muss auch endlich mal noch gelesen werden. Und dann möchte ich mit der lieben Sarah noch mit Bourbon Kings anfangen. Mit Sarah hatte ich Evermore angefangen zu lesen, aber wir haben noch 160 Seiten kapituliert. Dieses Buch war einfach so schrecklich. Es war einfach nicht unsere Geschichte und es war einfach so... Ich glaube, wir sind einfach zu alt gewesen mit dieser Geschichte. Ich glaube, diese Geschichte ist wirklich was für so 12-, 13-Jährige. Und ja, deswegen haben wir das Buch dann abgebrochen und wollen dann zusammen jetzt Bourbon Kings lesen, weil wir denken, das ist eher was so für unser Alter. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch im Moment nicht zu erzählen. Es ist, wie gesagt, nichts weiter passiert. Bei uns ist soweit alles gut, alles fein, alles schick. Und ja, Milochen wird jetzt gleich dann zu meiner Mama gebracht. Och, Bibi, was fällst du denn um? Wollt ihr mal gucken? Bibi fällt um. Da. Hi. Hi. Hier, guck mal in die Kamera. Hallo. Ja, ich werde jetzt hier Milochen noch 5 Minuten streicheln, bevor wir los müssen. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Und hier hinten ist Chaos. So halbwegs. Naja, egal. Bis dann. Tschüss. Yeah.
Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 27. Februar und ich dachte, ich erzähle euch mal kurz, was bei mir hier so passiert ist. Wir waren ja am Samstag im Kino in Black Panther, ich fand den Film echt richtig cool. Er hatte zwar jetzt nicht wirklich irgendwas mit den neuen Avengers zu tun, so als Vorbereitung noch auf den Avengers, aber ich fand den Film trotzdem richtig cool. Und danach waren wir noch auf einer Geburtstagsfeier und am Sonntag haben wir ja einfach einen ganz entspannten gemacht und haben nichts gemacht, also das Übliche, was man halt Sonntag macht. Haushalt, entspannen, Mittagessen. Ich habe Videos geschnitten für die Woche. Und dann habe ich angefangen, Save Me zu lesen von Mona Kasten. Ich habe das Buch jetzt nicht hier. Es liegt schon drüben in meinem Bücherregal. Und mein Freund macht gerade da drüben auf dem Laufband Sport. Deswegen kann ich da jetzt gerade nicht rein und das Buch holen. Und ja, auf jeden Fall habe ich Save Me gelesen und ich habe es gestern auch schon beendet. Und ich muss sagen, die Story haut einen nicht vom Hocker. Die Charaktere hauen einen nicht vom Hocker. Es ist alles sehr Teenie-mäßig. Die Charaktere sind auch relativ jung. Aber trotzdem hatte dieses Buch irgendwas an sich, dass ich es nicht weglegen konnte. Dieses Buch ist eine ganz einfache New Adult-Geschichte. Es ist keine Geschichte, die absolut dramatisch ist, wo die Charaktere eine bestimmte Tiefe haben oder irgendwas. Nein, es ist die New Adult-Geschichte für Einsteiger, würde ich sogar bald sagen. Die Story war jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, dass man das unbedingt lesen muss. Auch nicht so die Charaktere, die waren teilweise ein bisschen, naja, dämlich, sagen wir es mal so. Und trotzdem konnte ich dieses Buch nicht weglegen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, also Save Me habe ich gelesen. Das Video dazu wird dann, denke ich mal, nächste Woche online gehen, wenn ich am Wochenende drehe, dass ich das dann gleich mit abdrehe. Heute fange ich vielleicht noch mit Wintersong an. Der Grund, warum ich mich heute eigentlich melde, ist, dass ich hier zwei Pakete habe, wo Bücher drin sind, die ich mit euch auspacken möchte. Und in dem einen Paket weiß ich, was drin ist und in dem anderen nicht. Das zweite Paket habe ich von meinem Freund bekommen. Und immer wenn ich ein Buch von meinem Freund bekomme, habe ich Angst, dass ich es schon habe. Denn er guckt immer stupide auf meine Amazon-Listen. Die aktualisiere ich jetzt nicht jeden Tag. Weil es gibt Bücher, die kaufe ich mir dann zwischenzeitlich bei Medimops oder die kaufe ich mir in der Buchhandlung und dann schmeiße ich die nicht gleich von der Amazon-Liste. Und wenn mein Freund dann reinguckt, wir hatten es erst am Valentinstag, da hat er mir Mr. O geschenkt, weil ich gesagt habe, ich hätte lieber ein Buch statt einen Strauß Blumen. Und da hat er mir zum Valentinstag Mr. O geschenkt. Na gut, das Buch haben wir dann zurückgeschickt und umgetauscht. Und dafür hat er mir jetzt ein anderes bestellt. Und ich habe so eine Angst, dass ich das Buch jetzt auch schon habe. Deswegen würde ich sagen, wir packen das Paket von meinem Freund mal als erstes aus und gucken mal, ob er ein Buch erwischt hat, was ich schon habe oder nicht. Ich habe Game of Hearts von Geneva Lee bekommen. Wie cool ist das denn? Ich habe das Buch bei Paddy gesehen und Paddy hat das Buch, glaube ich, ganz gut gefallen. Und da habe ich mir dann mal so den Klappentext durchgelesen und dachte so, oh, das könnte was für mich sein. Und deswegen habe ich dann es auf meine Wunschliste getan. Und wie cool ist das denn? Ich habe es bekommen. Wuhuhu. Und ja, ich freue mich gerade voll. Und ja, also das erste Buch ist Game of Hearts von Geneva Lee. Und irgendwie ist das nicht scharf. Irgendwie hat meine Kamera heute schon wieder Probleme mit der Scharfstellen. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl manchmal, die geht kaputt. Ja, aber das habe ich bekommen. Also mein verspätetes Valentinstagsgeschenk quasi. Und ja, ich freue mich voll. Juhu. So, und in dem anderen Paket weiß ich ja, wie gesagt, was drin ist. Das packe ich jetzt mal so aus. Wenn ich es dann aufkriege mit einer Hand. Da freue ich mich auch schon sehr auf dieses Buch. So, ging jetzt doch nicht ganz so mit einer Hand auf, aber rauskriege ich es mit einer Hand, glaube ich. Ha, geht auch nicht so ganz. Und das zweite Buch, was ich bestellt habe, ist Fuchsreihe, Teil 1 bis 9. Ich habe Niki damals gesagt, Mensch, mach doch ein Sammelband, wo so mehr wie 3 Bücher drin sind. Das fände ich cool. Und da hat sie jetzt den Sammelband gemacht von 1 bis 9. Das sind 550 Seiten Fuchsgeschichte. Und ich freue mich so. Oh, ich liebe die Fuchsreihe von Niki. Und ich habe das ja direkt bei ihr bestellt. Und auch sie hat mir auch noch was reingeschrieben. Oh, tada, ich freue mich. Ja, also das Buch ist heute auch angekommen. Ich werde Niki dann jetzt gleich noch schreiben, dass es da ist. Und ich finde es so hübsch. Ich finde, es sieht wirklich richtig schön aus. Also das Cover gefällt mir richtig gut. Ich werde die Fuchsgeschichte Teil 1 bis 9 definitiv nochmal mitlesen. Als richtiges Buchbuch. Denn ich habe ja immer nur so vorab die unlektorierten Varianten quasi gelesen, um mit Niki drüber zu quatschen so ein bisschen, was man noch anders machen könnte oder wie, was und wann und wo. Und deswegen freue ich mich schon, wenn ich jetzt die richtige Ladenvariante quasi habe. Und ja, I'm so happy. Und was geht hier denn gerade mit meiner Kamera ab?
Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt die Fuchsgeschichte Teil 1 bis 9 nochmal als richtiges Buch habe und lesen kann. Und ja, ich bin so happy und tihihi. Ich werde Niki dann auf jeden Fall gleich schreiben, dass das Buch heute angekommen ist. Die hat das nämlich für mich mitbestellt bei Amazon und dadurch habe ich es ein bisschen günstiger bekommen. Und ja, ich freue mich voll. Ich freue mich. Es ist jetzt da. Talala. Und ja, jetzt werde ich Niki gleich schreiben, dass ihr Buch angekommen ist. Und I'm so happy. Woohoo! Und ich freue mich auch über Game of Hearts von Geneva Lee. Woohoo! Ah, ich freue mich so. Vielleicht lese ich jetzt auch gleich Game of Hearts und lasse Wintersong noch einen Tag stehen. Aber eigentlich will ich auch mit Burgund Kings anfangen, mit der Sarah. Ach, ich überlege mal, was ich jetzt mache. Ich muss Sarah mal schreiben, wann wir anfangen wollen. Und danach entscheide ich das jetzt einfach mal, was ich als nächstes lese. Aber ich freue mich. Und ich labere schon wieder viel zu viel. Und was geht hier denn nur mit meiner Kamera ab? Die ist heute doof. Also ich höre jetzt auf, hier zu labern. Meine Kamera mobbt mich. Und ja, wir sehen und hören uns später. Kamera, stell mich doch mal scharf und nicht den Sitz. Bis dann. Aside from my soul. Inzwischen Mittwoch, Nachmittag. Ich habe nicht viel erlebt. Ich habe die Kamera nicht mit draußen gehabt die letzten zwei Tage, denn es sind bei uns zwischen minus 10 und minus 14 Grad und das ist mir einfach zu kalt. Das ist so schon kalt, da irgendwie die Hände draußen zu lassen und dann noch mit der Kamera draußen rumzurennen. Nö. Ja, ich habe jetzt Feierabend und lasse mir gerade Badewasser ein, wie ihr das gerade eben schon gesehen habt. Vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund, das ist meine Badewanne. Und ich habe schon wieder Post bekommen. Das ist mir eigentlich irgendwie voll unangenehm, das zu sagen, aber ich habe schon wieder Post bekommen. Und zwar dieses Paket hier. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da drin ist. Ich erwarte noch zwei Bücher, aber die sind nicht so dünn. Also, ja, weiß ich absolut null, was da drin ist. Deswegen dachte ich, ich packe das mal mit euch zusammen aus und wir gucken da mal zusammen rein. Und Milo liegt auch schon wieder auf meinem Schoß. Da. Und ich versuche nebenbei das Paket mal so ein bisschen aufzumachen. Ansonsten war mein Tag heute bisher ganz angenehm, alles ganz cool und entspannt. Ich bin ja auf Arbeit immer total tiefenentspannt. Da ist ja alles schön, seitdem ich letztes Jahr gewechselt habe. Und ja, ansonsten war mein Tag bisher sehr ereignislos, sage ich mal. Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, auch nichts weiter Dramatisches. Ich habe heute mit der Steffi mal ein bisschen geschrieben. Und die hatte mich gefragt, ob ich nicht vielleicht doch mit zur Buchmesse kommen möchte, aber... Nee, das ist dieses Jahr einfach nicht drin. Ich war die letzten drei Jahre auf jeder Buchmesse und da setze ich jetzt einfach mal aus. Da muss die Vernunft einfach mal siegen. Steffi hätte zwar gesagt, sie hätte mich mit dem Auto mitgenommen, aber es ist ja nicht immer nur der Sprit und das alles, was man bezahlen muss. Man braucht ja auch dort immer noch Geld und man möchte sich ja auch dort mal vielleicht noch ein Buch kaufen oder so. Und deswegen muss ich dieses Jahr verzichten. Und ja, hier ist das Buch und ich erahne schon, was es ist. Und zwar... Wie cool ist das denn? Das ist der zweite Teil zu Diamonds for Love. Ich hatte den Verlag gefragt, nachdem ich den ersten Teil gelesen habe und meinen Beleglink hingeschickt habe, ob ich vielleicht den zweiten Teil auch haben könnte. Mich würde das Ganze schon interessieren und... ich habe den zweiten Teil bekommen! Wie cool ist das denn bitte? Wie cool! Ich freue mich. Uhuhu. Und ja, mir hatte der erste Teil von Diamonds for Love total gut gefallen. Und Baby D, stehst du mal auf? Mein Schatz, stehst du mal auf? Ich müsste mal nach meinem Badewasser gucken. So, Kinders, ich muss mal nach meinem Badewasser gucken. So, jetzt habe ich schnell nach dem Badewasser geguckt. Auf jeden Fall hatte mir der erste Teil von Diamonds for Love ja richtig gut gefallen. Ich fand das Buch richtig toll und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt den zweiten Teil bekomme. Wie cool ist das denn? Ich finde es zwar immer noch doof, dass der Piper Verlag einem nicht eine E-Mail schickt oder irgendwas, wenn er das Buch verschickt oder nicht verschickt, aber egal, ich habe es bekommen und ich freue mich voll. Woohoo! I'm so happy! Und es ging ja im zweiten Teil, ging es ja um Logan Bennett. Genau, Logan. Woohoo! Ich freue mich. Ansonsten werde ich nichts Spektakuläres heute mehr machen. Ich werde jetzt in die Badewanne gehen, ganz entspannt, nebenbei ein YouTube-Video laufen lassen, wie ich es immer mache. Und dann werde ich noch ein bisschen lesen. Ich habe gestern mit einem neuen Buch angefangen, oder besser gesagt mit zwei neuen Büchern. Und Moment, ich rutsche mal kurz rüber.
Und zwar habe ich gestern gleich angefangen mit Game of Hearts von Geneva Lee. Da habe ich aber nur die ersten 30 Seiten gelesen. Ich wollte einfach mal reinlesen. Und ja, war bisher ganz interessant. Ich bin gespannt. Und dann habe ich gestern mit Winter Song angefangen von S.J. Jones. Ich habe da die ersten 50 Seiten gelesen. Und ich habe gestern auch gleich gemerkt, dass das ein Buch ist, was ich wahrscheinlich auch immer nur so häppchenweise lesen kann. Also ich werde da gucken, dass ich jetzt jeden Tag vielleicht so 50 bis 80 Seiten lese. Aber es ist ein Buch, was vom Schreibstil her ein bisschen außergewöhnlich ist. Und das strengt ein bisschen an beim Lesen. Und deswegen werde ich dieses Buch wahrscheinlich nicht so wegziehen können wie andere Bücher. Deswegen habe ich mir bei Winter Song auf jeden Fall vorgenommen, jeden Tag so 50 bis 80 Seiten zu lesen. Bin ich auch in 5 bis 8 Tagen durch mit dem Buch und das passt dann schon. Und ja, mehr gibt es von mir jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, aber ich freue mich so. Ich habe Diamonds for Love bekommen. Dalalalala. Manchmal bin ich wie ein kleines Kind, aber so ist das. Jetzt geht das kleine Kind erstmal baden und ich würde sagen, bis dann. So, heute ist Samstag und es schneit und ich war gerade mit Milo draußen und es ist kalt. Es ist zwar nicht mehr ganz so kalt wie die letzte Woche, aber es ist immer noch kalt. Und ja, ich war jetzt gerade draußen und ich habe gerade die Post abgefangen und habe zwei Pakete bekommen mit Büchern drin. Oh, welch Wunder. Ich weiß nur gerade nicht, was das für Bücher sind. Ich kann auch anhand der Absender nicht sagen, von welchem Verlag die kommen. Und ja, ich packe die jetzt gleich mit euch aus und ja, ich dachte mir, ich gebe euch noch eine kurze Zusammenfassung, was hier so passiert ist die letzten Tage. Ich habe gestern Winter Song beendet. Dieses Buch hat mich total verwirrt, aber ich fand es einerseits irgendwie richtig cool und andererseits fand ich es richtig schlecht. Ich weiß immer noch nicht, was überwiegt. Also das Video, was ich gestern Abend dazu gedreht habe, wird wohl das verwirrteste Video aller Zeiten werden, denn ich bin mir bei diesem Buch immer noch so unsicher, ne? Also, wie gesagt, einerseits fand ich es richtig cool und andererseits fand ich es einfach nur richtig Mist. Also es ist wirklich schwer zu sagen, da es ist für mich wirklich sehr schwer einzuschätzen, wie ich dieses Buch finde. Es gibt ja dazu noch einen zweiten Teil und ich weiß nicht, wenn der übersetzt werden würde, ob ich den lesen würde. Ich einerseits schon, weil ich schon wissen möchte, wie das weitergeht, aber andererseits ging mir die Protagonistin in dem Buch so auf den Sack. Das ganze Buch ging das bei der nur so mi, 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 ich bin hässlich, keiner liebt mich, keiner braucht mich, ich bin unbegabt, mi, mi, mi. Das ging mir so auf den Sack. Also das ging wirklich bis zum Ende, bis zu den letzten, ich glaube, 30 Seiten ging das so. Und dann, oh, boah, das war einfach nur so nervig. Und ja, also ich weiß von Winter Song echt nicht, was ich von halten soll. Ihr werdet ja mein Rezi-Video dazu inzwischen auch schon gesehen haben, was ich gestern Abend gedreht habe. Es ist sehr, sehr schwierig für mich, das Ganze einzuschätzen. Ich habe jetzt heute Morgen noch ein Video gedreht, was ich gestern Abend nicht mehr fertig gekriegt habe. Denn ich saß gestern Abend bis 22:30 da und habe gedreht. Und danach war ich einfach nur noch müde und hatte keine Lust mehr. Und ja, deswegen habe ich das vierte Video, was ich gestern eigentlich noch drehen wollte, heute früh gedreht. Und zwar ist dieses vierte Video mein Sub. Ich habe das Video letztens bei der lieben Vilja gesehen und sie hat auch ihren kompletten Sub einmal komplett abgefilmt. Und da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee. Das machst du auch mal. Und ja, habe dann mein komplettes Bücherregal da drüben leergeräumt und habe alles hier in die Stube gebracht. Weil mein Freund hatte auch Nachtschicht, der hat geschlafen. Und deswegen habe ich das dann alles hier gefilmt und ja, habe meine kompletten Bücher alle einmal abgefilmt, die auf meinem Sub sind. Es sind insgesamt 109 Bücher. Das war gleich mal eine gute Gelegenheit, die wieder zu zählen. Aber ein paar Bücher habe ich inzwischen schon wieder rausgeschmissen. Es sind wieder ein paar da dazugekommen. Und ja, die zwei Bücher, die ich jetzt gerade gekriegt habe, sind dann natürlich nicht mit in dem Sub-Video drin, weil ich die ja jetzt gerade ausgekriegt habe. Und
Jetzt ist mein Schatzi hier, ja. So, Schatzi ist wieder weg. Ja, auf jeden Fall sind die zwei Bücher, die ich jetzt gerade gekriegt habe, natürlich nicht mit in dem Sub mit drin. Hätte ich mal gewartet, dann hätte ich sie gleich noch mit reinnehmen können. Aber es sind zwei Rezensionsexemplare und von daher werde ich die jetzt eh gleich mitlesen. Und ja, ich habe hier meine Wand mal neu befüllt, meine krüppelschiefe Wand noch. Die Bücher werden irgendwie immer labiler und instabiler und geben irgendwie immer mehr nach und es sackt immer mehr ab. Und wenn ihr euch das anguckt hier drüben, die Wand hier, hier liegt übrigens Milo drunter, diese Bücher, die sind krumm und schief, aber ich habe sie jetzt mal wieder neu befüllt und ein paar neue Bücher drauf getan und umsortiert. Ich wollte eben mein Subregal mal aufräumen, weil das war da drüben einfach nur das reinste Chaos. Und ja, der Rest von meinem Sub, der liegt jetzt hier. Da. Tata. Und das werde ich dann jetzt alles drüben gleich wieder einräumen. Und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal fix die zwei Kartons aus und gucken mal, was da drin ist. Auch da. Na, habt ihr schon erkannt, was das für zwei Bücher sind, die ich bekommen habe? Das sind beides Bücher, auf die ich mich schon so unglaublich freue. Und zwar ist das einmal der zweite Teil von Diabolik von S.J. Kincaid, Durch Wut entflammt. Ich bin schon so gespannt auf die Geschichte. Der erste Teil von Diabolik war ja letztes Jahr ein Jahreshighlight von mir und es sieht so schön aus. Es ist so schön. Guckt euch an, wie das Buch aussieht. Es ist so schön. Ich freue mich so. Ich bin so gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und ja, I'm so happy, 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 happy. Und ja, dann habe ich noch bekommen... Das Reich der Sieben Höfe, drei Sterne und Schwerter. Och, da freue ich mich schon so mega drauf. Ich bin schon so gespannt, wie dieses Buch weitergeht, was hier passiert. Oh mein Gott, ihr glaubt es nicht. Ich freue mich so. Ich freue mich, freue mich, freue mich. Bei Das Reich der Sieben Höfe wird es ja einen Übergangsteil geben, habe ich gesehen. Und zwar ist das, ich habe es jetzt gerade mal rausgesucht, ich zeige euch mal mit dem Handy dieses Buch hier, A Court of Frost and Starlight. Das ist wie gesagt so ein Zwischenband, wenn ich das jetzt hier von der Inhaltsangabe her richtig verstanden habe. Also es geht hier in diesem Buch um das Ganze danach, was nach dem dritten Teil passiert ist und soll eine Überleitung sein quasi zu dem Spin-off dann für die Nebencharaktere. Also es soll in dem Buch noch nicht richtig um einen Nebencharakter gehen, sondern es soll wirklich, wie gesagt, nur so ein Übergangsteil sein, was ich eigentlich auch recht cool finde. Und das Buch erscheint im Englischen am 1. Mai, also wird es noch ein bisschen dauern, ehe es zu uns kommt, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal über Das Reich der Sieben Höfe, Sterne und Schwerter. Ich bin so happy. Ich glaube, ich fange es nachher gleich noch an zu lesen, aber erst muss ich noch Plätzchen backen und schneiden und mich um Milo kümmern und meine Bücher wieder wegsortieren. Das sind alles Sachen, die ich jetzt noch machen muss. Ach ja, mein Kühlschrank will ich auch unbedingt sauber machen. Der sieht ganz, ganz furchtbar aus. Den muss ich eigentlich auch noch Hausputz machen. Also ja, wenn ich heute es noch irgendwie schaffe, dann werde ich dieses Buch noch anfangen zu lesen. Ach so, seht ihr, Bourbon Kings muss ich ja auch noch lesen. Ich habe gestern mit der lieben Sarah Bourbon Kings angefangen und da muss ich heute auch noch 50 Seiten lesen. Also ja, ich gebe mein Bestes, dass ich heute noch irgendwie zu Das Reich der Sieben Höfe komme, aber... Es wird wohl erst heute Abend was. Ja, und jetzt mache ich hier mal meinen ganzen Scheiß weiter, weil mein Freund ist ja gerade aufgestanden. Das heißt, ich kann jetzt loslegen und hier Krach machen und anfangen aufzuräumen und alles sauber zu machen und fertig zu machen und zu putzen. Und ja, ich würde sagen, bis später.
Morgen, da ist sie wieder, die ungeschminkte Wahrheit. es ist Sonntagmorgen und ich war gerade schon in der Badewanne und bin ganz entspannt da drin rumgeschwommen. Und jetzt werde ich mich nochmal kurz an den Rechner setzen. Ich muss die Videos für nächste Woche noch fertig machen. Also Thumbnails machen, Beschriftungen machen etc. Hochgeladen habe ich sie gestern schon, nachdem ich fertig geschnitten hatte. Und ja, gestern Abend kam mir dann ein Geistesblitz. Ich Vollidiot. Ich habe ein Subvideo gestern früh gedreht, wo ich meinen kompletten Sub einmal abgefilmt habe. Und ich werde da sowieso ein Voice-Over drüber legen und habe das halt quasi, braucht den Ton nicht. Und anstatt ich Trottel einfach Fotos von den Büchern mache, filme ich das. Und jetzt habe ich das Problem, im Schnittprogramm muss ich jedes Buch einzeln abschneiden. Und hätte ich einfach Fotos gemacht, hätte ich die Länge der Fotos ja langziehen können und hätte die hintereinander in das Schnittprogramm klatschen können. Oh, ich bin so ein Trottel. Ich mache mir immer mehr Arbeit als nötig, aber so ist das. Egal. Ich bin halt manchmal einfach unfähig. Ansonsten habe ich gestern nicht viel gemacht. Ich habe noch Plätzchen gebacken, weil wir heute zu Freunden fahren. Und da dachte ich, da nehme ich ein paar Plätzchen mit. Und ich bin süchtig nach diesen Plätzchen. Es ist einfach so. Ich habe die vorletztes Wochenende schon gebacken. Und davor habe ich sie auch gebacken. Und es sind die Götterfunke-Plätzchen von Mara Wulf. Und die sind so lecker. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich finde, die sehen so cool aus. Und es ist zwar ein bisschen Arbeit, die zu machen, aber die schmecken einfach so gut. Und ja, die nehmen wir nachher mit. Und die werde ich jetzt zum Frühstück ein paar essen. Ansonsten habe ich gestern nicht viel gemacht. Ich habe gelesen, wie gesagt, Video geschnitten, alles wie immer. Und ich dachte mir, ich zeige euch noch kurz, was ich gelesen habe. Und zwar habe ich gestern einmal angefangen mit Diamonds for Love Teil 2, Verlockende Nähe. Hier geht es jetzt um ein weiteres dieser Bennett-Geschwister, und zwar um Logan. Und das hat sich ja im ersten Teil schon angedeutet. Und oh, das Buch gefällt mir wieder richtig gut. Es ist sehr, es ist sehr anschmachtend, sag ich mal. Also die schmachten sich von der ersten Seite an, die zwei. Und es sind halt auch sehr, sehr viele Anspielungen, die da gemacht werden in dem Buch. Und es ging da jetzt auch schon zur Sache. Also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte so. Und es ging jetzt auch schon gut zur Sache. Aber es ist halt ein erotischer Roman, ne? Aber ich muss sagen, es gefällt mir trotzdem. Ich mag die Geschichte, ich mag Logan. Oh, Logan ist so toll, ne? Das ist wieder so ein Mann, den es eigentlich gar nicht geben kann. Und sie mag ich auch. Und ich kann auch ihre Ängste verstehen und ihre Zweifel und alles. Und ja, es ist einfach eine richtig, richtig schöne Geschichte. Und ich habe ein bisschen Angst, weiterzulesen, denn es wird dann wohl irgendwann jetzt auch mal der Knall kommen, wo alles den Bach runtergeht. Und oh, das ist immer so mein Angstmoment in Büchern, wenn dann dieser Moment kommt, wo alles den Bach runtergeht. Und naja. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich mag das Buch sehr und ja, finde auch den zweiten Teil von Diamonds for Love, Verlockende Nähe, ganz, ganz toll. Und auf den dritten freue ich mich auch schon, da geht es dann um Pippa. Und Pippa ist auch so ein Charakter, das ist die älteste Schwester von denen. Ich muss mal das Ding hier überlegen. Pippa ist die älteste Schwester von den Kindern. Also im ersten Teil ging es ja um Sebastian, der ist der Älteste. Dann geht es um Logan, er ist der Zweitälteste. Und im dritten geht es um Pippa, sie ist die Drittälteste. Und Pippa ist so ein ganz, ganz toller Charakter und ich mag die total. Und deswegen freue ich mich da schon drauf. Ansonsten lese ich gerade Bourbon Kings mit der lieben Sarah zusammen. Da sind wir jetzt auf Seite 114. Und da werde ich jetzt noch 50 Seiten dann gleich lesen, wenn ich hier fertig werde, noch bevor ich mich mit Jenny treffe. Da muss ich mal gucken, weil Jenny kommt um 10, das ist in anderthalb Stunden. Sollte ich schaffen, ich muss mir auch noch die Haare föhnen. Ja, so ist das bei mir immer im Stress. Ja, aber ich denke, das sollte ich schaffen. Und ja, das lese ich gerade mit Sarah zusammen. Und ansonsten gibt es jetzt auch nichts Neues zu berichten. Wie gesagt, wir fahren heute Nachmittag noch zu Freunden. Ich treffe mich dann gleich mit Jenny. Ich gucke, dass ich die Kamera da nochmal mitnehme. Und ja, jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen arbeiten, in Anführungsstrichen, und den ganzen Kram hier fertig machen, dass ihr nächste Woche eure Videos bekommt. Und ja, ich würde sagen, bis dann!